Hier ist eine Mrs. Winterborn. Sie sucht eine Gesellschafterin. 16 Pfund im Jahr, Wohnung und Verpflegung frei. Gehen Sie hin. Und ich bemerke, mehr kann und will ich für Sie nicht tun. Das ist Ihre letzte Chance. Nicht so laut, Miss Fuller. Ich hatte Sie doch gebeten, leiser zu sein. Ich glaube, Sie tun es absichtlich, weil Sie wissen, dass es mir schadet, wenn ich mich immer wieder beschweren muss. Der Doktor hat gesagt, ich soll nicht so viel reden. Geben Sie mir meine Tropfen. Seit 10 Minuten warte ich schon. Schlimm genug, dass ich hier hilflos liegen muss. Jetzt soll ich mich von Ihnen auch noch tyrannisieren lassen. Kriege ich nun die Tropfen? Können Sie nicht antworten, wenn ich Sie frage? Pfeilchen. Was kostet das Zeug denn? Ein Penny. Na gut, Sie müssen ja wissen, ob Sie es verantworten können, die 16 Pfund, die ich Ihnen im Jahr zahle, für solchen Firlefanz zu verschleudern. Sie können gehen. Aber sitzen Sie nicht faul herum. Wenn Ihr Mädchen ein hübsches Zimmer hat, meint ihr schon, ihr seid eine Dame. Ich hoffe, Sie überhören es nicht, wenn ich läute. Danke, Miri. Aber Sie halten es nicht für notwendig zu erscheinen. Ich hätte ja hier sterben können.
Sie wissen ganz genau, dass ich in Wärmflaschen eingepackt bin und mich nicht rühren kann. Trotzdem legen Sie das Buch über die soziale Lage der Dienstboten so weit weg, dass ich es nicht erreiche. Bitte bringen Sie es mir. Mit Vergnügen, Mrs. Winterbourne. Nun sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen plötzlich los? Ich verlasse Sie, Mrs. Winterbourne. Schon morgen. Was? Sie wollen fortgehen, nachdem ich so für Sie gesorgt habe? Was? Gesorgt für mich? Das ist ja herrlich. Meine liebe Mrs. Winterbourne, wollen Sie zur Kenntnis nehmen? Ich habe, seitdem ich meine Eltern verlor, Tag und Nacht unaufhörlich zur Stelle sein müssen für Leute wie Sie, für reiche, egoistische Frauen wie Sie. Ja. Unterbrechen Sie mich nicht! Aber jetzt ist es genug. Ich bin 25 Jahre alt und ich habe das Recht, Mrs. Winterbourne, ein anderes Leben zu führen. Und jetzt habe ich die Chance und die lasse ich mir nicht entgehen, Mrs. Winterbourne. Miss Blanche Fuller. Oh, Miss Fuller. Sehr freut, Miss. Mein Onkel erwartet mich. Mr. Fury ist zur Station, Sie abzuholen. Vielleicht darf ich eintreten. Ja, natürlich, bitte, Miss. William, nimm Miss Fullers Koffer. Sie warten am besten im Wohnzimmer. Hier entlang, bitte. Wenn Mr. Fury zurückkommt, werde ich ihm sagen, dass Sie hier warten. Guten Tag. Es ist nicht schwer zu erraten, wer Sie sind. Wirklich? Ja, Sie gleichen dem Bild Ihres Vaters. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. So, hoffen Sie das. Wieso sollte das nicht der Fall sein? Wieso soll's der Fall sein? Eine merkwürdige Art, jemand willkommen zu heißen. Tja, dachten Sie, ich erwarte Sie in der Halle? Mit Blumen? Nein. Aber etwas mehr Höflichkeit hätte ich erwartet. Also bitte, Cousin Lawrence, wenn das Ihre Einstellung zu mir ist, will ich mich nicht aufdrängen. Hat Sie Ihr Onkel nicht von der Bahn abgeholt? Ich habe ihn nicht gesehen. Schade. Sie brauchen nicht lange zu warten. Ich höre, er kommt gerade. Gut. Ich hoffe, er ist liebenswürdiger als sein Sohn. Sicher nicht. Cousin Lawrence! Ja, hier bin ich. Wir haben uns verfehlt. Du bist meine Cousine Blanche? Ja. Ach, du bist also Lawrence. Wer sollte ich sonst wohl sein? Hier ist sie, Vater. Gesund und frisch. Guten Tag, liebe Blanche. Tut mir leid, dass wir uns verpasst haben. Verständlich, dass du bemüht warst, sehr schnell hierher zu kommen. Ja, Onkel, so war's.
Setz dich. Blanche, ich habe es oft bedauert, dass das Temperament deines Vaters es verhinderte, dass unsere Familien in Eintracht miteinander lebten. Aber jetzt bist du willkommen in Clare Hall. Nicht wahr, Lawrence? Ja, ich freue mich. Sehr. Und jetzt, da du nun hier bist, was ist denn, Tom? Ich habe eben das Gewehr nachgesehen. Der Abzug ist defekt und muss repariert werden. Gut, Tom, lassen Sie es machen. Wird Miss Fuller morgen früh mit Mr. Lawrence ausreiten? Nein, Tom. Gute Nacht, Mr. Fury. Guten Nacht, Tom. Ich denke, es wird für die Dienerschaft vielleicht verwirrend sein, wenn du weiter den Namen Fuller führst. Als wir den Besitz hier erbten von der Witwe Adam Furys, dessen Bild du hier siehst, nahmen wir auch den Namen Fury an. Ich denke, es wäre ratsam, wenn du dasselbe tust. Oder hast du etwas dagegen? Nein, wie du willst, Onkel. Gut, und jetzt wirst du auf dein Zimmer gehen wollen. Wir essen um 8. Und wenn du um 7.30 Uhr fertig bist, kannst du mir vorher eine halbe Stunde Gesellschaft leisten. Gern, Onkel. Sie sind Luisa? Ja, Miss. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Bitte. Sie sind keine Engländerin? Nein, Miss. Italienerin. Italienerin? Sind Sie schon lange auf Clare Hall? Ja, Miss. Ich kam mit einer italienischen Lady her. Vor 40 Jahren schon. Das hier war ihr Zimmer. Na? Du bist Lavinia, nicht? Sollst du nicht im Bettchen sein? Was ist denn, Liebling? Kannst du nicht schlafen? Hast du Angst? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und jetzt bist du schön artig und gehst wieder in dein Bettchen. Soll ich dich in dein Bettchen bringen? Ja. Komm, Lavinia. Na, siehst du? Du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Also, nun ins Bett mit dir. So. Oh, so kalte Zehen. Komm, schnell zudecken. Wie heißt du? Ich bin deine Tante Blanche. Ich werde mich von jetzt ab um dich kümmern. Wirst du mich auch lieb haben? Mhm. Also, Lavinia, nun sei artig und schlaf wie ein gutes Kind. Ich lehne die Tür nur an, damit du etwas Licht hast. Willst du das? Mhm. Ja, bitte? Onkel Simon, kann ich eine Kerze haben für Lavinia? Nimm Platz. Ich halte es aus Erziehungsgründen für notwendig, dass Lavinia nicht verzärtelt wird. Verstehst du? Bitte betrachte dich als ihre Erzieherin. Eine gütige, aber energische. Ja, Onkel. Ich möchte dich ferner bitten, die Leitung des gesamten Haushalts zu übernehmen. Du erhältst ein Taschengeld von 25 Pfund und ich trage die Kosten für deine Garderobe. Und noch etwas, Blanche. Du kennst bereits unseren Verwalter Philip Thorne. Er ist ein übler Patron und er hegt gegen uns einen tiefen Groll. Er ist nur noch hier, weil ich mich ihm verpflichtet fühle. Dann kann er doch keinen Groll gegen dich hegen, Onkel. Ich will dir ganz offen sagen, woher das kommt, Blanche. Dieser Besitz fiel uns zu, weil der letzte der Furys, Adam Fury, keine Kinder hatte. Oder richtiger gesagt, er hatte keine legitimen Kinder. Er hat hier viele Jahre mit einer Italienerin gelebt. Und Philip Thorne ist der Sohn von beiden.
Er hat aber keinerlei Anspruch auf Claire Hall. Daraus resultiert seine Wut. Sehr nett von dir, dass du ihn behältst, Onkel. Oh, er ist ein wirklich guter Verwalter. Nur leider zu familiär. Vergiss nicht, er ist bei uns angestellt. Ich werde das auch immer bedenken, Onkel. Ist er drin? Ja. Guten Abend, Mr. Thorne. Was führt Sie hierher? Ich habe es satt zu warten, Mr. Kellamy. Ja, Mr. Thorne, Sie müssen Geduld haben. Geduld? Würden Sie Geduld haben, wenn man Ihnen Ihren Besitz vorenthält? Aber wir müssen ja erst noch den Beweis erbringen, dass es Ihr Besitz ist. Darauf warte ich ja, Mr. Kellamy. Ich denke, Sie bearbeiten meine Sache. Mr. Thorne, ich sagte Ihnen vor Jahren schon, als Sie mit Ihrer Sache zu mir kamen, dass wenig Aussicht besteht. Erst vor einigen Wochen, als wir die Briefe Ihrer verstorbenen Mutter gefunden hatten, bekam ich etwas mehr Hoffnung. Jetzt wissen wir wenigstens, wo Ihre Mutter und Adam Fury in Italien gewesen sind. Wir müssen nun anhand der Kirchenbücher feststellen, ob überhaupt eine Eheschließung stattgefunden hat. Wie lange soll denn das noch dauern? Begreifen Sie nicht, was das heißt, von solchen Leuten wie diesen Fullers herumkommandiert zu werden? Ja, verstehen Sie nicht. Claire ist in meiner Familie seit Generationen. Es gehört mir. Das ist keine Frage von Akten, Gesetzen und Papieren. Entscheidend ist das Blut allein. Mr. Thorne, Ihre Haltung macht es nicht gerade einfach, Ihnen zu helfen. Ich sehe es ein, Mr. Kellamy. Und Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich tue mein Möglichstes. Wenn eine Urkunde überhaupt vorhanden ist, werden meine Beauftragten in Italien sie sicher auffinden. Aber ich muss dazu Zeit haben. Guten Abend, Mr. Thorne. Ich danke Ihnen, Mr. Kellamy. Das war schon viel besser, Lavinia. Du bist wirklich ein geduldiger Lehrer, Cousin Lawrence. Na, Thorne, schon was festgestellt? Nein, Ames und Elliot haben alles abgesucht. Die Zäune sind in Ordnung und die Gatter zu. Die Pferde wurden gestohlen. Ich nehme an, von einer Zigeunerbande. Sie müssen die Polizei in Stafford sofort informieren. Die Polizei? Bevor die was tut, sind die Pferde längst weg und nicht wiederzukriegen. Mein Vater wünscht es so. Richten Sie sich danach. Komm, Lavinia, zeig, was du kannst. Wenn du nicht besser springst, dann musst du ins Bett. Tu, was dein Vater dir sagt. Und halt dich schön gerade und spring gut. Ich schenke dir auch was Schönes. Guten Morgen, Miss Fuller. Ich glaubte, Sie wollten ausreiten. Ihr Pferd wartet. Mr. Lawrence will, dass ich zusehe. Ich reite erst Nachmittag, wenn Miss Lavinia sich ausruht. Das Kind hat auch Ruhe nötig. Elliot, ist Mr. Thorne schon nach Stafford geritten? Ich glaube noch nicht, Miss. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Nein, Miss. Ames wird es wissen, erst in der Kornkammer. Danke. Bitte sehr. Wo ist Mr. Thorne? In seinem Zimmer, Miss. Danke, Ames. Oh, darf ich fragen, wie ich zu dieser Ehre komme? Ja, bitte. Darf ich Platz nehmen? Bitte. Mr. Thorne, Sie sprechen in einer Weise mit mir, die mir absolut nicht zusagt. Da ich aber für längere Zeit hier sein werde, wäre es schön, wenn wir uns verständigen könnten. Ja, Miss Fuller. Warum bestehen Sie darauf, mich so zu nennen? Sie sollten doch wissen, dass mein Name jetzt Fury ist. Man gewöhnt sich nicht so leicht an diese plötzlichen Namensänderungen. Das habe ich bemerkt. Aber vielleicht versuchen Sie es mal. Ich bin ja auch ein Mitglied der Familie. Na ja, warum sollen Sie nicht auch das tun, was die anderen getan haben? Was meinen Sie? Die anderen haben sich den Namen Fury angeeignet. Warum sollen Sie nicht dasselbe tun? Sie glauben sicher, es wäre zu anmaßend für eine Gouvernante. Sie werden ja nicht ewig Gouvernante sein. Das haben Sie wohl schon in Erwägung gezogen. Schon möglich. Und was würden Sie dann sagen, Mr. Thorne? Ich würde sagen, ich gratuliere Miss Fury. Vielleicht sage ich auch, ich gratuliere Mrs. Fury. Je nachdem, was Sie gerade vorstellen sollen.
Sie sind der arroganteste Mensch, der mir begegnet ist. Ich stamme eben aus einer arroganten Familie. Und da Sie sich jetzt auch dazu rechnen, interessiert Sie vielleicht die Familienlegende. Also, vor 730 Jahren setzte Elric Fury einen Werbeaffen in sein Wappen ein. Er erbeutete ihn auf dem zweiten Kreuzzug. Elric fiel im ersten Gefecht. Aber der Affe wollte nicht von seinem toten Herrn weichen und biss jeden, der ihm zu nahe kam. Die Legende sagt, dass dieses Wappentier das Recht der Furies immer schützt. Daher der Spruch, vor Furies Wappen hüte dich. Eine schöne Legende, Mr. Thorne, doch keine Wirklichkeit. Das wird sich noch zeigen, Miss Fury. Ja, das wird sich zeigen. Ich glaubte, du hättest mich schon vergessen. Alte Freunde vergesse ich nicht. Ich auch nicht. Was willst du heute trinken? Oh, ein Whisky. Wirst du in Stafford bleiben heute Nacht? Nein, ich muss schnell zurück. Mach, dass du rauskommst. Wir kaufen nichts. Ja. Warte mal. Was hast du denn da? Gott behüte euch, lieber Herr. Kaufen Sie was für die schöne junge Dame. Feine Sachen, lieber Herr. Seit wann treibt ihr euch hier herum, hä? Zigeuner kamen erst heute. Die Polizei sagt mir aber, ihr seid länger hier, mindestens 3 oder 4 Tage. Zigeuner bringen Glück, guter Herr. Nicht nach meiner Erfahrung. Wo lagert ihr denn? Oh, sehr weit weg, lieber Herr. Im Tal unten. Also das hier, für dich, Molly. Die Ohrringe verehre ich dir auch. Vielen Dank. Ihr lagert im Tal unten, sagst du? Wo ist das genau? Gutes Fräulein, soll ich noch wahr sagen? Nein, lass das, sie ab. Danke, lieber Herr. Gott schütze euch, liebe Dame. Mr. Thorne, ich weiß, wo unsere Pferde sind. Sie sind im Lager bei den Zigeunern. Wo ist das? Im Tal. Kommen Sie mit, es ist nicht weit. Welchen Weg? Ich führe Sie. Ja, das sind sie. Unser Hengst und auch die Stute. Die holen wir uns gleich wieder. Halten Sie es nicht für richtiger, erst noch Hilfe zu holen? Das geht nicht. Die brechen wir schon auf. Sehen Sie? In kurzer Zeit sind sie weg. Wollen Sie helfen? Natürlich. Was soll ich tun? Am besten, Sie kommen von der anderen Seite ins Lager und fragen nach dem Weg. Das lenkt Sie ab und ich hole die Pferde. Es ist eine üble Horde. Geben Sie Acht. Und sollten Sie frech werden, reiten Sie weg. Ich habe mich verirrt. Ich will nach Stafford. Wisst ihr den Weg? Kennt ihr den Weg nach Stafford? Feuer!
Nehmen Sie die Peitsche. Los, weg! Reiten Sie vor, ich komme nach. Hotzi, Hotzi! Wir haben die Pferde wieder, Onkel Simon. Wo bist du gewesen? Wir haben mal die Zigeuner besucht. Wir? Sie haben sich sehr gefreut. War die Polizei dabei? Nein, wir waren allein. Ich möchte Sie auf Ihrem Zimmer sprechen, Thorn. Sofort. Gut. Lawrence, begleite inzwischen Blanche ins Haus. Sag Lavinia noch gute Nacht. Sie wollte nicht einschlafen, bevor du zurück bist. Wir waren in großer Sorge um dich, Blanche. Wir dachten, es sei etwas passiert. Und dann freust du dich nicht mal, dass ich wieder hier bin? Natürlich freue ich mich, doch du warst nicht allein. Meine Nichte hätte etwas zustoßen können. Außerdem wünsche ich nicht, dass Sie so eigenmächtig handeln. Ich tat es für Claire. Dafür werde ich ja bezahlt. Sie sollten es der Polizei melden. Das war Ihr Auftrag. Morgen hätte man die Leute dann verhaften können. Morgen wäre es zu spät gewesen. Wir hätten sie gefunden. Ha, die sind schwer zu finden. Hier gibt's eine Menge Zigeuner in der Gegend. Aber nicht mehr lange. Ich werde heute noch mit meinen Nachbarn besprechen, wie wir dieses Zigeunerpack loswerden. Hm. Und bezüglich meiner Nichte verbiete ich Ihnen, sich mit ihr zu unterhalten. Das sage ich ihr auch. Richten Sie sich danach. Wir haben dich wirklich lieb gewonnen, Blanche. Du gehörst doch zu uns. Ich hoffe, wir verstehen uns immer mehr. Großer Tag für Claire Horror-Fury. Ja, das ist richtig, Doktor. Ein großer Tag für jeden von uns. Die letzten Zigeunerhorden sind heute abgezogen. So, mein Verwalter hat es mir gerade berichtet. Sie schienen die Ausweisung ruhig hinzunehmen. Ja, ja. Was sollten Sie auch tun? Guten Abend, Mrs. Fury. Darf ich um einen Tanz bitten? Nein, danke, ich tanze jetzt nicht. Ich möchte mich etwas ausruhen. Draußen auf der Terrasse. Gestatten Sie, dass ich Sie begleite? Bitte, gerne. Na, wollen Sie es nicht sagen? Was denn? Ich gratuliere Ihnen, Mrs. Fury. Ich glaube, Ihr Mann ist derjenige, dem man gratulieren sollte. Seltsam für mich, wieder hier zu stehen. Ich habe in diesem Hause seit Jahren nur noch das Jagdzimmer betreten dürfen. Heute bin ich hier nur Gast, wie alle Angestellten auch. Dabei bin ich der einzige Fury hier. Das war Ihr Gedanke vorhin, als Sie eintraten, nicht? Sie betrachteten alles mit Besitzeraugen. Alles, Mrs. Fury? So meinte ich es nicht. Doch, Sie dachten es. Natürlich nicht. Warum werfen Sie sich so weg? Nur des Besitzes wegen? Vielleicht werden Sie den nicht mal behalten können. Eines Tages kommt dieser Besitz an den rechtmäßigen Erben zurück. Und da der Preis, den Sie dafür gaben, sehr hoch ist, werden Sie auch viel verlieren.
Das glaube ich nicht. Denken Sie an die Familienlegende der Furies. Alle unsere Leute zum Löschen. Eben soll die Fähre nach. Gut, packt an, die Wagen müssen raus. Die anderen an den Teich zum Wasser holen. Los, beeilt euch! Mehr Druck! Schneller pumpen! Näher ran! Die Scheune noch zu retten? Es ist hoffnungslos! Es ist nichts mehr zu machen. Die Wagen haben wir alle raus. Die Heuschober brennen auch! Was haben die Zigeuner gemacht? Sie sind bestimmt noch hier in der Nähe. Die Stuten brechen aus. Lassen Sie weiterlöschen und kümmern Sie sich um die Pferde. Gut, Sir. Wir reiten den Zigeunern nach. Die Kerle müssen wir fassen. Was Neues, Luisa? Mr. Thorn ist zurückgekommen, die anderen noch nicht. Er ist drüben im Stall, eine von den Stuten fohlt. Gehen Sie jetzt ruhig zu Bett. Du gehst auch ins Bett. Ich bin nicht müde. Wollen Sie allein aufbleiben, Miss Blanche? Ja, Luisa. Madame, muss ich jetzt wohl sagen. Ich fürchte, ich habe der Familie kein Glück gebracht, Luisa. Vielleicht hat das Wappentier der Furies etwas gegen mich. So etwas dürfen Sie nicht denken. Glauben Sie auch, dass etwas Wahres an dieser Legende ist, Luisa? Es ist besser, nicht an solche Dinge zu denken. Ja, das finde ich auch. Komm, Lavinia, es ist Zeit. Na, ist ja gut, Alte. Du bist doch unsere Beste. Ruhig, ist ja alles gut, ruhig. Na, du Zigeuner. So heißt du, ob du willst oder nicht. Sind Sie schon lange hier? Nein, nicht lange. Sie sind zu Tieren sehr lieb und zärtlich. Ja, ich habe Tiere gern. Ich liebe sie. Ist viel Schaden angerichtet? Nein, abgesehen von den Scheunen nicht viel. Und mein Onkel? Und Lorenz? Wo sind die? Mrs. Fury, warum kommen Sie her? Unser Gespräch ist leider unterbrochen worden. Ich habe nichts hinzuzufügen. Sie können doch nicht ernsthaft an den Unsinn dieser Legende glauben. Sie haben Angst, hm? Durchaus nicht. Ich bin nicht so leicht zu erschrecken. Glaube ich Ihnen. Mr. Thorn, Sie haben in einem völlig recht. Ich habe immer Sicherheit und Reichtum ersehnt. Selbst um den Preis der Bindung an Lawrence Fury. Ich habe Lawrence gern. Das ist nicht wahr. Nicht so viel gilt er Ihnen. Sie machen sich ja selbst was vor. Sie wissen genau, dass Besitz allein Ihnen nicht genügt.
Nicht einer Frau wie Sie. Etwas fehlt bei diesem Handel. Etwas, das Sie eines Tages sich ersehen. Leidenschaftlich, wie ich auch, Mrs. Fury. Nathorn, ist das auch ein Ergebnis der heutigen Nacht? Ja. Sind Sie entkommen? Zwei haben wir gefasst. Sie sind bei Webster im Stall eingesperrt. Morgen früh werden Sie zur Polizei gebracht. Sie kommen nachher mit nach Stavertown. Ja, Mr. Fury. Der Stute scheint es schlecht zu gehen. Ja, es sieht nicht sehr gut aus. Wird sie sich erholen? Bei guter Pflege schon. Das Fohlen ist in Ordnung? Ja, prächtig. Das Letzte, das du haben wirst, Lady. Wird sie überhaupt noch zu reiten sein, Thorn? Damit ist es aus. Arbeiten kann sie nicht mehr. Ich will keine unnützen Tiere auf dem Gut. Lassen Sie die Stute morgen töten. Was, töten? Sie haben richtig gehört. Aber ich habe sie aufgezogen. Selbst zugeritten und selbst gepflegt. Und Ihre Frau? Ich meine, Ihre erste Frau liebte sie auch. Das gehört nicht hierher. Sie sagen selbst, sie ist zu alt. So eine tüchtige Stute. Ihre Mutter und ihren Vater hat Adam Fury noch selbst aufgezogen. Sie gab uns die besten Fohlen im Gestüt. Nur weil sie nichts mehr nützt, soll sie getötet werden? Ich sage Ihnen, das können Sie nicht tun. Gar nicht. Ich befehle es. Tun Sie, was ich anordne. Sie wird getötet. Komm, Lawrence. Luisa! Ich denke, Sie schlafen schon. Ich hielt es für besser zu warten, bis Sie zurückkommen. Zurück? Woher, Luisa? Woher Sie auch immer kommen, Madame. Kann ich Ihnen helfen? Danke. Und das Fohlen? Ist es niedlich? Ja, Luisa. Es ist wirklich süß. Luisa, bitte schließen Sie die Tür zum Zimmer meines Mannes. Na, Luisa, was ist es denn, das Sie bedrückt? Ist es wegen Mr. Thorn? Miss Blanche, ich habe Angst um Sie. Um mich? Er ist gefährlich, Miss Blanche. Er ist sich selbst gefährlich und anderen. Ich kenne ihn seit seiner frühesten Kindheit. Ich habe gesehen, wie er aufwuchs. Ich habe erlebt, wie das Unglück ihn verbittert und geändert hat. Und ich weiß, wie grenzenlos sein Hass gegen alle Fullers ist. Bitte, seien Sie vorsichtig. Tut mir leid, liebe Blanche, dass ich dir Lawrence heute entführen muss. Abends sind wir zurück. Auf Wiedersehen. Ich wünschte, ich könnte hier bleiben, Liebste, aber ich muss aufs Gericht. Auf Wiedersehen. Tag. Auf dem Gericht war heute allerhand los. Die Großgrundbesitzer aus der ganzen Gegend sind da gewesen. So, warum denn? Wegen Simon Fury und den Zigeunern. Was haben Sie gekriegt? Noch ungewiss. Der alte Fury hat's erreicht. Sie kommt vors Schwurgericht. Sie schrien ihm wüste Drohungen zu, als sie abgeführt wurden. Es war schon toll. Das noch Tee für dich. Danke. Guten Abend. Guten Abend.
Oh, guten Abend, Mr. Thorn. Setzen Sie sich. Meinen Brief erhalten? Ja. Tja, es war ein aufregender Tag auf dem Gericht. Und eine aufregende Nacht auf Claire. Tja, trotzdem weiß ich nicht, ob es richtig ist, dass Mr. Fury so hart ist. Sie meinen, Sie verdienen es nicht? Oh, das nicht. Die Zigeuner sind sehr rachsüchtige Menschen. Ich rate ihm unbedingt, vorsichtig zu sein. Mr. Kellamy, riefen Sie mich her, um mir das zu sagen? Nein. Gibt es Neues? Ja, das gibt es. Na und? Aber nichts Erfreuliches, Mr. Thorn. Hier ist Nachricht aus Italien. Es ist urkundlich nicht festzustellen, dass Ihre Mutter und Adam Fury dort geheiratet haben. Das ist dumm. An keinem Ort, den Sie erwähnten. Verstehe. Also hoffnungslos. Das fürchte ich auch. Der Besitz wird demnach an die Erben von Lawrence fallen. Wenn in der neuen Ehe ein Sohn geboren wird, dann diesen. Sonst an Lavinia Fury. Lavinia Fuller! Ja. Mr. Thorn, gestatten Sie mir einen wohlgemeinten Rat. Sie sind noch jung, kräftig. Die Welt gehört Ihnen. Claire bekommen Sie nie. Sie quälen sich hier nur und werden nie glücklich. Warum gehen Sie nicht fort? Meinen Sie nicht, das wäre besser für Sie? Ernsthaft? Es tut mir leid, dass ich in dem Fall so wenig für Sie tun konnte, Mr. Thorn. Es ist wirklich ein besonders schwieriger Fall. Ich meine vom rechtlichen Standpunkt. Denk daran, was ich dir sage. Da kann noch allerhand passieren. Ja, ja, das geht nicht gut. So, bitte. Danke. Hallo. Gib mir einen Whisky. Ich warte schon seit Wochen. Wo warst du denn, Philipp? Frag nicht, gib mir einen Whisky. Du hast wirklich komische Manieren. Die guten hebst du wohl auf für die neue Herrin von Claire. Na, wie gefällt Ihnen gut? Bisschen hochmütig scheint sie zu sein. Sie hat den jungen Fury genommen. Ich dachte, sie nimmt den alten. Von dem hätte sie bestimmt mehr gehabt. Ich wette, Mr. Thorn hat seine Zeit gut angewandt, seitdem die Dame da ist. Hui! Thorn! Was soll das? Zurück! Verrückt! Thorn! Ich verbiete euch, so zu reden. Noch ein Whisky. Du kannst das Zeug hier wieder mitnehmen. Es wäre mir sehr lieb, wenn du in Zukunft deinen Whisky woanders trinkst. Mr. Simon und Mr. Lawrence können nicht vor 10:30 zurück sein. Sie essen beim Vizepräsidenten zu Abend. Sie haben eine Nachricht geschickt. Wer brachte sie? Mr. Thorn. Er ist eben zurückgekommen. Vergiss nicht, ich werde alt. Und der Erbe bist du. Wenn du willst, dass ich das Gut führe,
wäre ich herzlich gerne dazu bereit. Aber ich muss mehr Autorität haben, Vater. Autorität wird einem nicht gegeben, mein Sohn. Keinen. Die muss man sich erringen. Du musst viel mehr Energie zeigen, Lawrence. Ja, Vater. Woran denkst du? An dich und an Claire. Du wirst dich nie ändern. Eine kurze Zeit glaubte ich, du könntest es. Aber du kannst es nicht. Aber du hast dich geändert. Ja, vielleicht. Soll ich alles aufgeben und mit dir fortgehen? Würdest du das tun? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Du würdest Claire nicht aufgeben. Ich kann es nicht. Etwas hält mich hier. Etwas, das das Schicksal mir zugedacht hat. Schon vor der Geburt. Philipp, lass uns von hier weggehen. Etwas Schreckliches wird sonst geschehen. Ich fühle es. Ich gehe mit dir. Ich gehe, wohin du willst. Hast du Angst? Ja. Vor mir? Ich habe so Angst um dich. Um uns beide. Wir müssen uns entscheiden. Da gibt es nichts zu entscheiden. Ich bin hier wie ein wilder Baum verwurzelt, der nicht zu vernichten ist. Nichts kann dich vernichten, Philipp. Du selbst dich nur. Und wenn ich's tue? Vernichtest du mich auch. So wird es immer sein. Immer diese Angst, dass jemand kommen kann. Philipp. Was willst du jetzt tun? Gehst du wieder zurück in dein Heim? Zu deinem Mann? Ich hasse ihn. Ich hasse beide. Ich wünschte, beide wären tot. Das kann auch lange dauern. Ich habe aber nicht viel Zeit. Ah, zu einem Gläschen Portwein wird es nach dem langen Ritt wohl noch reichen. Na gut. Ich hörte, Sie haben sehr temperamentvoll gesprochen vor Gericht, Fury. Ja, ja, die Zigeuner aber auch. Sie wollen Vater sogar umbringen. Das sind doch leere Drohungen. Jedenfalls sind wir sie los. Das endgültige Urteil wird das Schwurgericht noch fällen. Kommen Sie. So, bitte. Gut, dass dieser Vater weg ist. Braucht Zeit. Aber lieber Fury, nehmen Sie diese Drohungen nicht zu leicht. Bitte. Die sitzen doch hinter Schloss und Riegel. Nur zwei davon. Die anderen sind frei. Wie ich höre, sind Sie sehr erbost. Sie müssen immer ein paar geladene Gewehre bereit haben. Kann ich ja tun. Na, Lawrence? Ein Glas Sherry? Ich hoffe, wir haben noch das Vergnügen, Ihre charmante Frau zu begrüßen. Ich weiß nicht. Banks, hat sich Madam schon zurückgezogen? Ich kann es nicht genau sagen, Sir. Ich sehe gleich nach. Danke. Wann kriege ich die Fohlen, die Sie mir versprachen? Na, ich denke vielleicht morgen. Gut. Ich sage Lawrence, dass er sich persönlich darum kümmern soll. Oh, danke. Ich bin es. Komm herein. Blanche, wir sind zurück. Ich war schon in Sorge, dass euch etwas passiert ist. Was sollte denn sein? Wir sind alle gesund und munter. Wer sind denn alle?
Fraser und Weatherby sind hier und Jenkins. Ich versprach ihnen, dass du sie mit deiner Gegenwart erfreust. Das war sehr voreilig von dir. Sie erwarten dich doch. Ich fürchte, sie enttäuschen zu müssen. Ah, du brauchst doch nur dein Kleid wieder anzuziehen. Ich möchte es aber nicht. Es handelt sich nicht darum, ob du möchtest oder nicht. Dein Mann bittet dich, nach unten zu kommen und seine Gäste etwas zu unterhalten. Und deine Frau bittet dich, sie zu entschuldigen. Nein, sowas kannst du doch nicht tun. Nein, ich denke doch. Du weigerst dich also allen... Ja, Lorenz, ich denke, das ist wohl klar. Aber nichts ist klar. Gar nichts. Dein Verhalten ist mir wirklich ganz unbegreiflich. Darf ich etwas... Nicht allein unbegreiflich, sondern unerhört, finde ich das unerhört. Aber Lorenz... Bitte entschuldige dich nicht. Dein Benehmen in dieser an sich durchaus unwichtigen Angelegenheit ist indiskutabel. Willst du mich jetzt anhören? Bitte. Du irrst dich, Lorenz. Ich denke ja gar nicht daran, mich zu entschuldigen, aber eins möchte ich klarstellen. Am Anfang eines gemeinsamen Lebens ist es wichtig zu wissen, wo man steht. Ich liebe es durchaus nicht, Lorenz, im Gegensatz zu den heutigen Gebräuchen, von meinem Mann herumkommandiert zu werden. Hast du jetzt alles gesagt? Für den Moment? Ja. Also gut. Ich muss dir dazu sagen, ich bin überrascht und gekränkt, Blanche. Wir reden noch darüber, wenn du wieder ruhiger bist und deine Worte nicht zu verletzen sind. Gute Nacht. Bei deiner gestrigen Ansicht beharren? Ich sagte beim Frühstück nichts wegen Vater. Aber du bist zu weit gegangen. So? Wenn du willst, dass unsere Ehe ein Streit um Autorität ist, dann lass dir sagen, dass ich gewinne. Eine Frau widerspricht ihrem Mann nicht, sie folgt ihm. Genauso denkt auch mein Vater darüber. Was glaubst du, was er wohl sagen würde zu diesem Benehmen? Los, weiter! Kommen Sie nicht durch das Gatter! Halt, 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 halt! Verdammt! Los doch! Hinterher! Treibt sie rüber zur anderen Koppel! Sie sollten doch nicht durchs Gatter kommen! Ich bin kein Stallbursche, ich verbiete Ihnen, so mit mir zu reden. Nicht wild machen, treibt sie zum Brunnen rüber! Suchen Sie die Fohlen raus für Mr. Weatherby? Das wollte ich. Etwas voreilig, Thorn. Warum warten Sie denn nicht, bis ich Sie aussuche? Ihr plötzliches Interesse an diesen Dingen ist mir neu. Das überließ Ihr Vater doch bisher nur mir. Von nun an wird hier manches geändert werden. Alle Anweisungen erhalten Sie jetzt durch mich. Ich übernehme die Verwaltung. Werden Sie das denn können? Ich kann noch mehr, wenn ich will. Ich kann sie sogar entbehren. Sie sind entlassen, ich brauche sie nicht mehr! Na, wie geht's dir? Wo ist deine Mutter? Ja, Sir. Wer hat es getan, Ames? Mr. Lawrence. Tut mir leid.
was war das? Bist du verletzt? Nein. Lorenz, schnell, hol die Gewehre. Lausch weg alle und schick die Männer raus. Da ist einer. Wo waren Sie, als Sie den Schuss hörten? In meinem Zimmer. Was taten Sie? Ich lud schnell das Gewehr und rannte raus. So, Sie sind mit der Erste gewesen am Tatort? Ja, Ems und Elliot waren einige Minuten vorher da. Da hatte man das hier bereits gefunden? Ja. Wissen Sie, wem diese Ohrring gehört? Nein, solche Zigeunerohrringe tragen viele, die sieht man hier oft. Das stimmt. Ist Ihnen bekannt, dass die Zigeuner Mr. Fury bedroht haben? Das wusste jeder. Das ist alles, ich danke Ihnen. Bitte sehr. Sagen Sie den anderen, dass ich sie nicht mehr brauche. Ich glaube, der Fall liegt ganz klar, Mrs. Fury. Ihr Mann und Ihr Onkel wurden von den Zigeunern ermordet. Ich habe Ihren Onkel gewarnt, aber er nahm leider meine Warnung nicht ernst genug. Das ist ein furchtbarer Verlust für Sie. Seien Sie versichert, die ganze Nachbarschaft trauert mit Ihnen, Mrs. Fury. Ich danke Ihnen herzlich, Major Fraser. Ich nehme an, Sie werden über den Mann aussagen müssen, den Sie gesehen haben. Ich meine den Mann am Fenster. Das ist also alles, was Sie sagen können. Ja, Major Fraser. Was ist denn, Tom? Kann ich Sie sprechen, Mrs. Fury? Ich muss gehen. Bemühen Sie sich bitte nicht. Und nochmals, mein herzlichstes Beileid. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Tom. Philipp. Hat er noch was gefragt? Nichts Wichtiges, er glaubt uns. Warum auch nicht? Selbst ein kluger Mann hätte hier nichts gefunden, der schon gar nicht. Bitte sei vorsichtig, Philipp. Er wird keinen Verdacht schöpfen. Keine Sorge, Blanche. Wo hast du den Hut versteckt? Und das rote Tuch? Unter einer Diele im Gartenhaus. Es eilte, ich musste zurück. Ich habe mich so geängstigt um dich. Es kam alles so schnell. Es kam so, wie ich es schon längst geahnt habe. Plötzlich und in einer Weise, dass niemand es erfahren kann. Es ist überstanden. Du bist frei. Und Claire auch. Endlich. Wir können tun, was wir wollen und niemand stört uns. Sei vorsichtig, Liebste, und hab Geduld. Ich musste mich stets gedulden, Blanche. Ich weiß. Und wann sehe ich dich wieder? Allein? Liebste, nein. Wir dürfen nicht. Es ist gefährlich. Wir können uns nur sehen, wenn noch andere Leute dabei sind. Warte noch. Bist du nicht zu ängstlich? Das wäre alles, Tom. Bitte veranlassen Sie, dass alle Arbeiten genauso weitergehen wie bisher. Meine Herren der Jury, die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die besagten Simon und Lawrence Fury am 25. Mai dieses Jahres erschossen aufgefunden wurden. Und zwar im italienischen Garten von Clare Hall.
Die Todesursache war in beiden Fällen eine Schusswunde. Es konnte bisher nicht festgestellt werden, wer der Täter war. Es ist ferner ungeklärt, ob diese Schüsse von einem oder mehreren Tätern und in der vorsätzlichen Absicht zu töten abgegeben wurden. Aufgrund des vorliegenden Tatbestandes ist das Gericht zu der Ansicht gekommen, dass untrügliche Anzeichen dafür vorhanden sind, dass dieses Verbrechen das Werk einer Bande von Zigeunern und gesetzlosen Schurken ist. Ich bin sicher, dass ich in Ihrem Sinne spreche, wenn ich beantworte. Entschuldigung, Madam. Mr. Thorn möchte Sie sprechen. Er wartet im Wohnzimmer. Danke. Philipp! Warum bleibst du da stehen, Liebe? Komm her. Komm doch her. Was tust du hier? Nur das, wozu ich ein Recht habe. Vorsicht, sprich nicht so laut. Du bist wohl von Sinnen, dass du dich so benimmst. Aber Blanche, hast du kein Vertrauen mehr zu mir? Liebe. Philipp, ich bitte dich. Denkst du, dass mit der Entscheidung des Gerichts jede Gefahr beseitigt ist? Oder willst du, dass die Leute misstrauisch werden und dich verdächtigen? Ich wüsste nicht, was ich täte, wenn dir was zustößt. Du brauchst keine Furcht zu haben. Es schreckt mich weder das Gericht noch sonst was. Trotzdem, es war ausgemacht, dass wir uns nicht allein sehen. Geh bitte. Jagst du mich etwa aus dem Haus? Philipp, was ist denn nun mit dir? So kenne ich dich nicht. Nein, nicht. Ich bin der gleiche noch, der ich immer war. Du bist so anders geworden, Philipp. Ganz anders. Ich denke, wir müssen jetzt einige Veränderungen bei unserem Personal vornehmen. Ich meine zunächst Banks. Er wird zu alt und ich will ihn nicht. Philipp, nun geh bitte. Das ist mein Haus genauso wie deins, Blanche. Unser Haus, endlich. Um darin zu leben, darin zu lieben und es eines Tages unseren Kindern zu hinterlassen. Philipp, die Erbin des Hauses ist Lavinia. Ja, natürlich. Noch eine von dieser Braut. Die Tatsache besteht, Philipp. Das interessiert mich nicht, Blanche. Nichts gibt es, nichts in der Welt, das mir mein Recht jetzt wieder nehmen könnte. Ich bin der Besitzer von Claire. Ich denke, du wirst das einsehen. Blanche. Du bist ja von Sinnen. Du bist ja von Sinnen. Philipp! Philipp! Höre mich an und vergiss nicht, was ich dir jetzt sage. Wenn du dem Kind etwas tust, wenn du ihm auch nur ein Haar krümmst, wenn du wagst, deine Rechte anzutasten, wenn ich jemals davon etwas erfahre, werde ich dich vernichten, Philipp. Meine gute Blanche, welche absurde Idee. Mir scheint, die Ereignisse der letzten Wochen haben dich etwas verwirrt. Bitte geh, Philipp. Wie du willst. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen, Ladies. Wo ist Lavinia? Lavinia ist ausgeritten, schon sehr früh. Sie wissen ja, man kriegt sie einfach nicht mehr runter von ihrem Pony. Hoffentlich ist sie nicht zu weit. Oh nein, nur zu den Hürden. Sie wollte springen. Wer ist mit? Einer von den Knechten, Madam. Elliot sicher. Wirst du es schaffen? Oh ja, das schaffe ich. Du machst es schon, Dandy, nicht? Na gut, dann springen wir also zusammen.
Na, fertig? Ja, komm, Dandy. Los, Lavinia. Hey, hey. Mr. Thorn! Wollten Sie tatsächlich, dass Miss Lavinia diesen Sprung riskiert? Sie will's versuchen. Nicht, Lavinia? Oh ja, lass mich doch. Sie wissen selbst ganz genau, dass ein Kind in dem Alter und noch dazu auf einem Pony unmöglich ein so schweres Hindernis nehmen kann. Oh, Tante Blanche, ich schaffe es schon. Nein, Kind. Das schaffst du niemals. Nicht meine Meinung. Mr. Thorn, in Zukunft reitet Lavinia nur noch mit Ames. Und ich wünsche auch, dass sie nicht mehr springt. Also gut. Wie Sie wünschen. Das ist eine sehr schwerwiegende Beschuldigung, Mrs. Fury. Aber ich mache sie nicht leichtfertig. Und welche sollten seine Motive gewesen sein? Am Tage der Tat hörte er, dass er weg müsste von Claire. Das brachte ihn von Sinnen. Und sind Sie ganz sicher, dass es sein Gesicht am Fenster war? Ja. Warum sagten Sie das neulich nicht? Ich war damals noch nicht sicher. Ich konnte ja nicht annehmen, dass er so etwas tut. Und wieso sind Sie jetzt davon überzeugt? Er hat gestern Morgen Lavinias Leben bedroht. Lavinia, sagen Sie? Welche Beweggründe hätte er denn dafür? Die sind einfach, Major Fraser. Für ihn ist Lavinia die rechtmäßige Erbin, die ihm im Wege steht, um Claire selbst zu besitzen. Mrs. Fury, angenommen Lavinia wäre tot, dann erben Sie doch Claire. Mr. Thorn nahm an, dass wir beide heiraten würden. Sie wollten beide heiraten? Wir liebten uns. Mrs. Fury, wissen Sie, dass wenn Thorn vor Gericht steht, man Sie öffentlich darüber befragen wird? Ich weiß es und gedenke auch jede Frage zu beantworten. Also gut. Ich erlasse Haftbefehl gegen ihn. Ich bewundere Ihren Mut, Mrs. Fury. Ich weiß, was Sie das gekostet hat. Und sind Sie in Ihrem Auftrag hier? Nein. Aber sie hat mir offen von ihren Gefühlen zueinander erzählt. Wann war das? Vor Wochen, als sie das erste Mal bei mir war. Aha. Und erst heute ersuchen Sie mich, darüber nicht zu sprechen vor Gericht. Wie kommt das? Aus zweierlei Gründen. Zunächst aus Rücksicht auf Mrs. Fury. Und dann, weil ich erst heute erfuhr, dass Sie sich selbst verteidigen. Ist es nur Mrs. Fury, für die Sie sich bemühen? Oder geht es hier um den guten Ruf der Familie? Hören Sie, Thorn, nicht. Schon gut, mir ist gleich. Gut, ich werde nichts davon erwähnen. Sie hat Glück. Ich will auch nicht, dass alle davon wissen. Ich will überhaupt nichts mehr. Gar nichts, nur noch saubere Kleider. Ich werde es veranlassen. Brauchen Sie sonst noch was? Können Sie beeigen, dass das nicht das fragliche Taschentuch und die Ohrringe sind? Nein. Aber nach bestem Wissen und Gewissen sind das die Gegenstände, die Ihnen der Angeklagte geschenkt hat und die Sie später zurückgaben? Ja. Danke. Der Angeklagte hat das Recht, die Zeugin ins Kreuzverhör zu nehmen. Danke. Sie sagen nach bestem Wissen und Gewissen, das Taschentuch und die Ohrringe sind dieselben, die ich Ihnen geschenkt habe. Aber haben Sie nicht schon unzählige davon gesehen, gleichen Musters, die von den Zigeunern verkauft und auch getragen werden? Ja. Danke. Mr. Ames, Sie und Mr. Elliot waren zuerst am Tatort. Sie hatten, ehe der Angeklagte kam, genügend Zeit festzustellen, dass die beiden Männer tot waren.
Nach Ihren Aussagen erschien der Angeklagte erst 3 bis 4 Minuten später. Stimmt das? Ja. Ich bitte das Hohe Gericht, Folgendes genau zu beachten. Diese 3 Männer wurden durch dasselbe Signal in Bewegung gesetzt, nämlich durch die 2 Schüsse, durch die die Opfer getötet wurden. Alle 3 hatten annähernd die gleiche Entfernung zurückzulegen. Und doch erschien der Angeklagte, obwohl er jünger und kräftiger ist als die 2 anderen Männer, merkwürdigerweise erst 3 oder 4 Minuten später am Tatort. Wie der Angeklagte sagt, entstand dieser Zeitverlust durchs Laden der Flinte. Meine Herren, ich bitte Sie jetzt genau aufpassen zu wollen. Mr. Sanderson, wollen Sie bitte auf Ihre Uhr sehen? Jetzt. Wie lange, Mr. Sanderson? 22 Sekunden. 22 Sekunden und nicht mehr. Angeklagter, wollen Sie diesen Zeugen ins Kreuzverhör nehmen? Ja. Ames, wissen Sie noch, was ich zu Ihnen sagte, als ich am Tatort erschien? Ja, Mr. Thorn. Wissen Sie genau, was es war? Ja, Mr. Thorn. Sie sagten... Was ist passiert, Ames? Ich wurde von 2 Schüssen aufgeweckt. Danke. My Lord, ich möchte auf die Tatsache aufmerksam machen, dass ich mich erst noch anziehen musste, bevor ich loslief. Denn ich lag schon im Bett. Mrs. Fury, Sie wussten, dass der Angeklagte der Ansicht war, dass Ihre Familie ihn um sein Erbe gebracht hätte? Ja. Wäre es gerecht zu sagen, dass er von diesem Gefühl beherrscht war? Ja. Mrs. Fury, wäre es auch korrekt zu sagen, dass er deshalb beide hasste, sowohl Ihren Onkel als auch Ihren Mann? Ja. Aber er blieb trotzdem in seiner Stellung, weil er mit fanatischer Leidenschaft an Claire hing. Ja. Mrs. Fury, an dem Tage, als das Verbrechen geschah, wurde dem Angeklagten von ihrem Mann mitgeteilt, dass er Claire verlassen müsste. Stimmt das? Das ist richtig. Danke. Angeklagter, wollen Sie die Zeugin ins Kreuzfeuer nehmen? Ja. Mrs. Fury. Wussten Sie, dass die Zigeuner gedroht hatten, Ihren Onkel umzubringen? Ja. Und die Sachen, die Sie im Garten fanden, werden die nicht meistens von Zigeunern getragen? Ja. Haben Sie bemerkt, dass ich jemals so etwas getragen habe? Nein. Jeder, dem das bekannt ist, muss daraus folgern, dass das Verbrechen von Zigeunern begangen wurde, nicht wahr? Ja. Und Sie selbst erklärten am Morgen nach dem Verbrechen, dass das auch Ihre Meinung sei, stimmt das? Ja. Aber als Sie die Sachen fanden, brachten Sie sie zur Polizei und erklärten dort... Sie wären zu der Überzeugung gekommen, dass ich sie getragen hätte. Ja. Finden Sie das nicht reichlich unlogisch? Ich hatte meine Gründe dafür. Weil Sie meinten, ich hätte Lavinias Leben bedroht. Ja. Indem ich Sie ermutigt hätte, eine gefährliche Hürde zu nehmen. Ja. Hatte Sie selbst Angst vor der Hürde? Nein. Wer fand Sie gefährlich? Ich. Geben Sie zu, dass meine Erfahrung im Reiten größer ist als die Ihrige? Allerdings. Und dass mein Urteil daher maßgebender ist als Ihres? Vorausgesetzt, dass Sie nicht gegen Ihr besseres Wissen handelten. Und welchen Grund hätte ich haben sollen? Das Kind ist eine Fuller. Sie hassen die Fuller. Sind Sie keine Fuller? Doch. Hasste ich Sie? Nein. Dann ist es also falsch, wenn Sie behaupten, dass ich alle Fuller hasse. Ja. Sie müssen sich mehr an die Wahrheit halten, Mrs. Fury. Ich spreche hier unter Eid. Ich bitte Sie, mir den Grund zu sagen, der mich hätte veranlassen sollen, das Leben Lavinias zu bedrohen. Sie war die Erbin von Claire, das Sie beanspruchten. Hätte Ihr Tod mich zum Erben gemacht? Nein, nicht ohne weiteres. Mrs. Fury, Ihre Aussage steht auf schwachen Füßen. Der Grund ist ein anderer gewesen. Sie erhoben die Anklage nur aus persönlichen Motiven. My Lord, ich protestiere. Der Angeklagte hat kein Recht, die Wahrheit der Aussage anzuzweifeln. Wenn die Zeugin die Beschuldigung entkräften kann, dann hat sie immer noch genügend Gelegenheit dazu. My Lord, ich muss hinzufügen, dass Mrs. Fury lediglich aus Hass gegen mich eine Gelegenheit gesucht hat, mich zu erledigen. Ruhe im Gerichtssaal! Mr. Thorn, Sie wissen sehr wohl, dass das Gegenteil von dem, was Sie sagen, wahr ist. Niemals wünschte ich Ihnen etwas Schlechtes.
Ich habe nur ihr Glück gewollt. Doch ich opferte ihr Glück und zerstörte meins. Es kommt vor, dass man erst viel zu spät dem Menschen begegnet, zu dem man wirklich gehört. Ich dachte nicht, dass es eine größere Liebe gibt als unsere. Doch ich musste erkennen, dass ihre Liebe für Claire viel stärker ist als die unsrige. Bitte Ruhe im Saal! Ruhe! Ruhe! Haben Sie, Herr, die Zeuge, noch weitere Fragen? Ja, my Lord. My Lord, darf ich für die Zeugin um eine Vergünstigung bitten? Welche Vergünstigung? Mit Respekt, my Lord. Ich bitte, dass die Zeugin ihre weiteren Aussagen im Sitzen machen kann. Mrs. Fury hat schon ungewöhnlich lange Zeit stehen müssen. Sie braucht schon. Ich darf bemerken, dass sie ein Kind erwartet. In diesem besonderen Fall darf sich die Zeugin selbstverständlich setzen. Angeklagter, Sie dürfen fortfahren. Ich habe nichts weiteres zu fragen. Bitte Ruhe im Gerichtssaal. Meine Herren Geschworenen, haben Sie über das Urteil abgestimmt? Ja. Ich frage Sie, ist der Angeklagte Philipp Thorn schuldig oder nicht schuldig des Mordes? Schuldig. Und ist das Ihr einstimmiges Urteil? Ja. Angeklagter Philipp Thorn, nach dem Beschluss des Gerichts sind Sie des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden worden. Haben Sie noch etwas zu sagen, bevor das Urteil gefällt wird? Ich habe nichts zu sagen, my Lord. Philipp Thorn, der Hohe Gerichtshof hat beschlossen, dass Sie von hier in das Gefängnis nach Stafford zurückgebracht werden, dass Sie von dort zur Richtstätte geführt und durch den Strang vom Leben zum Tode gebracht werden. Möge der Herr Ihrer Seele gnädig sein. Und der Prinz und die Prinzessin ritten in das Schloss ein, wo ein schöner Ball stattfand, ihnen zu Ehren. Sie lebten sehr glücklich zusammen und hatten einen kleinen Jungen, der genauso hieß wie der Prinz. Und nach einer Zeit bekamen sie noch ein Mädchen. Es ist besser, du reitest jetzt aus. Morgen lesen wir weiter. Die Geschichte ist hübsch, nicht? Wer reitet mit? Ames. Reitet nicht zu weit. Guten Morgen, Lavinia. Waren Sie bei ihm? Ja. Und was sagte er? Ich konnte nichts aus ihm herausbekommen. Und wie war er? Ruhig und ganz gefasst. Er lässt mir nichts sagen? Nichts. Ich fragte, ob ich etwas für ihn tun oder ausrichten könnte. Er lächelte nur und schüttelte den Kopf. Und wann? Wann ist es, Major Fraser? Heute Mittag, um 12. Mrs. Fury, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, gehen Sie weg von hier. Nein, ich kann es nicht. Hier ist Lavinias Heimat, die sie liebt.
Und was mich angeht, so glaube ich, dass alles so kommen musste. Und dass das, was geschehen ist, unabwendbar war. Bestimmung. Auch mein Schicksal wird sich hier erfüllen. Hier auf Claire. Mrs. Fury, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ich begleite Sie bis zu den Stallungen, Major Fraser. Machen Sie sich bitte keine Mühe. Ich tue es gern. Es ist so schön draußen. Auf Wiedersehen, Mrs. Fury. Auf Wiedersehen, Major. Ich danke Ihnen. Haben Sie vielleicht an irgendwen eine Nachricht zu geben? Keine? Nein. Oder etwas zu sagen? Nichts. Ames! Ja, Madam? Ich dachte, Sie wären bei Lavinia. Nein, Mrs. Fury. Sie sagte, Sie hätten erlaubt, dass sie allein reitet. Wo ist sie hin? Sie wollte auf die Weide zum Springen. Sind Sie bereit? Ja. Hier kann ich nicht mehr helfen. Ich fürchte, dass sie das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Mrs. Fury? Mrs. Fury? Mrs. Fury! Eine freudige Nachricht für Sie. Sie haben einen Sohn. Einen gesunden, kräftigen Jungen. Sorge für ihn, Luisa. Gib ihm den Namen Philip. Philip Fury auf Claire Hall. Das hat wieder einen guten Klang.